Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Stärkung der Pflege und die Verbesserung der Situation der in der Pflege tätigen Menschen ist in NRW tatsächlich von jeher ein sehr wichtiges Thema gewesen. Und hier haben wir auch gerade in den zurückliegenden Legislaturperiode sehr viele Maßnahmen eingeleitet. Ich erinnere hier an eine Verdoppelung der Pflegeausbildungsplätze seit 2010 und weiterhin Verabschiedung von Alten- und Pflegegesetz und Landeswohn- und Teilhabegesetz, einen Maßstab für die moderne und zeitgerechte Pflegestruktur wirklich bundesweit einzigartig ist, und die Bereitstellung von Fördermitteln für die Weiterentwicklung und Angebote für die umfassende, flächendeckende Beratungen auf der Landesebene. Schließlich haben wir auch hier in NRW und auch mit Nachdruck auf der Bundesebene dafür eingesetzt, dass wir in den stationären Kranken- und Altenpflege einen verbindlichen Personalschlüssel erhalten haben. Darüber hinaus bleibt ein wichtiges Thema natürlich, wie die Pflege am besten organisiert und vertreten werden kann, insbesondere auch gegenüber anderen Berufsfeldern. Dies ist eine Voraussetzung für eine Modernisierung und Aufwertung der Pflege und mithin auch die Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe. Meine Kolleginnen und Kollegen, bereits 2008 und 2009, viele Kollegen haben erwähnt, hier in diesem Landtag auf die Initiative der Landtagsgrünen mit einer Gründung Pflegekammer befasst. Damals wurde aus unterschiedlichen Gründen diesen Vorschlag dann verworfen. Die Einführung einer Pflegekammer für die Pflegeberufe ist mittlerweile in anderen Bundesländern ein Thema. Einige Bundesländer haben sich dazu entschlossen, eine Kammer für Pflegeberufe zu gründen, einzurichten. Andere befinden sich in einer politischen Diskussion und eine Gruppe von Ländern lehnen weiterhin ab. In Nordrhein-Westfalen haben wir auch wiederholt mit diesem Thema auseinandergesetzt und eine große Anhörung durchgeführt. Nach der Anhörung haben wir auch gemeinsam die Auswertung im Ausschuss durchgeführt. Es hat sich bei der Debatte gezeigt, dass die Erwartungen an eine Pflegekammer sehr unterschiedlich sind. Die in der Pflege tätigen Fachkräfte selber nennen uns folgende Punkte. Erstens, Stärkung der interessenvertretenden Pflegende und Verbesserung bei den organisatorischen Rahmenbedingungen für die Pflegeberufe und hin zur Verbesserung ihrer Bezahlung. Dabei wird deutlich, dass nicht für alle genannten Themen die Pflegekammer zuständig sein kann. Heimaufsichten und MDK werden weiterhin natürlich ihre Aufgaben weiterführen. In der Anhörung wurde auch deutlich nach wie vor Zwangsmitgliedschaft auch kritisiert. Das ist auch ein Fakt gewesen. Es ist aber auch deutlich, dass die Einrichtung einer Pflegekammer ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Interessenvertretung der Pflegenden sein kann und nicht zuletzt auf einen wichtigen Beitrag zur Qualifizierung in der Ausbildung und Weiterbildung leisten kann. Hierfür muss aber eine breite Akzeptanz bei den Pflegekräften selbst vorhanden sein. Die Pflegekräfte müssen an der Entscheidung für eine Einrichtung einer Pflegekammer aktiv beteiligt werden. Wir halten es darum für notwendig, für die Pflegenden darüber in eine Urabstimmung zu befragen und hierbei auch natürlich umfassende Informationen zu geben, damit man diese Fehlinformation nicht eine Rolle spielt. Zudem haben die Grünen und die SPD einen Entschließungsantrag formuliert, und da ist unsere Erwartung, dass in einer Kammer die unterschiedlichen Aufgabenfelder der Pflege vertreten sein muss. Und nicht zuletzt müssen auch die Interessen und die Selbstbestimmung der zu Pflegenden bei der Qualitätssicherung und Formulierung der Anforderungen eine wesentliche Rolle spielen muss. Deswegen hoffe ich, dass wir heute diesen Entschließungsantrag einfach beschließen und auf den Weg machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.